großen Dank verpflichtet sind, denn wenn Sie und Markus Walter uns nicht mit Ihrer Lautsprecheranlage, mit Ihrem Lautsprecherwagen hier unterstützen würden, wäre diese Versammlung nicht möglich. Schon dafür danke, Ricarda. Vielen Dank. Als ich vor vielen Jahren meine Schullaufbahn bis zum Abitur in Niedersachsen durchlaufen habe, haben wir viel über Opfer des Nationalsozialismus gesprochen. Vertreibung, Trümmerfrauen wurden am Rande vielleicht mal angekratzt, aber nie wurde in unserer Schule darüber gesprochen, was hier an den Rheinwiesenlager einst passierte. Und auch heute, jetzt lebe ich hier in der Pfalz, in der Nähe des Rheins, hier wo die Rheinwiesenlager sind, habe 4 Kinder in den Schulen und keines meiner Kinder hat mir je erzählt, dass hier über diese Kriegsverbrechen gesprochen wurde. Es wurde immer nur die übliche Umerziehung betrieben, aber nie, was auf anderer Seite für Leid passierte. Hinter uns ist ein Acker, auf dem vor vielen Jahrzehnten Schreckliches passierte. Noch immer pflügt jedes Jahr der Bauer hier über die Marken der Soldaten, über die Gebeine der Soldaten, die immer noch dort liegen. Auf einem solchen Acker hat sich unser Staat, in dem wir hier leben müssen, errichtet. Es ist nicht unser Staat. Ein System, was sich auf einem solchen Boden aufbaut, muss bekämpft werden und wir müssen auch solche Tage nehmen, um ein deutliches Zeichen zu setzen, dass wir einen solchen Staat, der seinen eigenen Toten nicht gedenken kann, will, nicht haben wollen und ihm uns entgegenstellen. Ich möchte jetzt noch zum Abschluss von einer hier anwesenden nationalen Poetin, die mir hier ein Gedicht in die Hand gegeben hat. Für sie möchte ich jetzt noch ihre Worte vorlesen. Erwacht, ihr Soldaten, ihr Brüder, Väter und Söhne, ihr Ausgemordeten, ihr Gequälten, ihr Gefolterten, Ehre und Treue war euer Credo, Pflichtbewusstsein, eure Antriebskraft, die Liebe zu eurem Vaterland, eine Selbstverständlichkeit. Ich spüre, ihr seid hier. Eure Seelen wollen und können noch nicht gehen. Nicht jetzt, euer Auftrag ist noch nicht erfüllt. Der Sieg nicht euer. Vergeltung schreien eure Seelen. Rache fordern eure Herzen. Freiheit ist das, nach der ihr dürstet. Wir, die Nachgeborenen, die Schwachen, die Dummgehaltenen, die im Schuldkult leben müssenden, wir, die wir gezwungen werden, euch zu verachten, wir stehen hier, um euch zu sagen, wir hassen euch nicht. Über die Brücke der Zeit hinweg reichen wir euch die Hände. Teilen wir mit euch unsere Tränen, spüren mit euch euren Schmerz, trauern wir mit euch um unsere Verluste. Krieger seid ihr, auch jetzt noch, und wir wissen, ihr seid da. Wir spüren, ihr fordert Gerechtigkeit und die wollen wir. Ihr dürstet, dass ihr euer Recht, das ist legitim, denn ihr habt das größte Opfer gebracht. Wir wissen, ihr wandelt bei Nacht über euer schlammiges Massengrab, die Schmerzensschreie eurer sterbenden Kameraden im Ohr, die Kanonenfeuer im Kopf, die alten Lieder auf den Lippen, die Sehnsucht nach Mutter, Frauen, Kindern im Herzen. Ihr möchtet heim, endlich heim. Doch auch eure Lieben hat man ermordet, entleibt, entehrt, diffamiert, bestohlen und gehasst. Blut, so viel Blut. Unser Vaterland trägt schwer daran. Und es ruft euch jetzt, es fordert, ihr möget erwachen, zusammenwachsen zu einer Streit- und unbesiegbaren Schattenarmee. Und wir sind hier, um seinen Willen in Worte zu fassen. Es fordert, wacht und steht auf, entsteigt euren Gräbern, formiert euch zu dieser allerletzten großen Schlacht.
Seite an Seite mit all den jemals gefallenen deutschen Kameraden werden wir lauschen euren Stiefeln auf dem Asphalt, werden wir hören eure Stimmen in der Nacht, werden wir folgen eurem Weg in die Freiheit, werdet ihr endgültig vernichten die dunkle Macht. Vielen Dank.